Hallo Leute oder hallo Freunde, willkommen bei Sascha and Rix. Ich bin's, lieber Sascha, ganz genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, ja. Und diese Dreh heute wird ganz entspannt den Sascha Town Karneval gefeiert und ich wollte euch mal ganz entspannt mal beim Stadtupdate mal zeigen, wo ich jetzt diese ganzen kleinen Teile offiziell mal hingestellt habe, die ganzen Bäume und so weiter und so fort. Ja, ganz genau. Ach, jetzt geht's ein bisschen quer. Also, hier haben wir einmal eine kleine Szene, wo die Leute ganz entspannt hier in der Bar auf den Tischen tanzen, die ganzen Kollegen. Ja, und ein bisschen Spaß, auch Halligalli haben, auch in der Innenstadt vielleicht noch. Ja, und die beiden, der Snake und der andere Vogel, die hier böse Sachen an Fass gemacht haben, die sind jetzt lieb geworden. Die haben vom Richter halt drauf bekommen und haben sich dann so entschieden, komm, wir sind jetzt ehrlich und machen keine bösen Sachen mehr. Die betreiben demnächst hier oben drüber über der Bar und über der Fahrschule die kleine Disco. Ganz genau so ist es. Ja, so eine ganz kleine Szene. Wo gerade hier der Dementor verkleidet hat von Harry Potter, vor der Polizistin maßgeregelt wird, weil die ja hier auf der Straße rumgelaufen und rumgefahren ist. Offiziell verboten, mein Freund. Ganz genau so. Das ist gut, hier auf der Kirmes ist nicht viel los. Da habe ich jetzt mal keine Karnevalsfiguren hingestellt, weil da momentan nur die normalen Leute unterwegs sind. Schon das Polizei war so ein bisschen drin. Das ist natürlich das meiste, was in der Stadt halt eben abspielt. Genau. Ja. Gut, hier der Typ hat sich anscheinend ein bisschen vertan. Wir haben kein Halloween mehr, sondern offiziell Karneval, mein Freund. Aber alles gut und schön. Dann wieder kleine Mädchen hier. Der hat schon doch hier verloren. Aber ein Karneval und wie ein Halloween ist ja mit den Kostümen alles erlaubt. Alles gut und schön. Ja, wie gesagt. Und die ganzen Leute sind hier ganz schön am Feiern, bisschen am Trinken, bisschen am Tanzen. Joker und Joker tanzen da ganz entspannt da oben auf dem Balkon rum. Was der Typ da oben macht, ist natürlich ein bisschen gefährlich, Leute. Wenn der da runterfällt, das tut weh. Ja. Und die Leute haben Spaß und sind am Feiern, haben sich alles schön verkleidet, alles entspannt und friedlich. Ganz genau so soll es sein. Der Kollege da hinten mit seiner Tochter, das Cowboy verkleidet hat und die als Hermine, die ganz ganz spannende Pizza, die Bürgermeister mit dem Sicherheitschef, die sind natürlich auch noch unterwegs, genauso ist es. Das Pärchen mit dem Hund dreht hier gerade eine kleine Runde und dreht, guckt, was hier so los ist, ganz genauso ist das. Ja, und bei Mama halt nicht mittendrin, die lacht und freut sich, dass hier ein bisschen Halligalli und Party ist, der gönnt sich da hinten mal ein Bierchen, aber alles im Rahmen, ja. Und die Leute haben Spaß und sind ausgelassen am Feiern und am Trinken und Spaß am Abend, ganz genau so ist es. Kommt hier, der sitzt hier ein bisschen, läuft hier ein bisschen. Also, wir verlassen herum, der Polizist, der sich als Bankräuber verkleidet hat, war aber nicht schlimm. Ja. Genauso ist es, ja. Und die ganzen Einzelteile habe ich alles ein bisschen rundherum verteilt. Die Bäume, da habe ich einen Baum hingestellt. Da steht jetzt ein Baum, da steht ein Baum. Und da steht ein Baum. Und der andere Baum steht da. Und hier hinten auf dem Parkplatz habe ich auch den anderen Baum noch verteilt hingestellt. Damit die Stadt mal ein bisschen grüner, sage ich mal, aussieht. Mit dem Boden halt eben zusammen. Genau. Und dann habe ich ganz entspannt jetzt hier als Illusion. Dieses Katzensuch-Plakat oder dieser Katzensuch-Flyer ganz entspannt hier auf die Laterne draufgestellt und die Laterne steht jetzt ganz entspannt hier mitten in der Stadt. Ganz genau so ist es, ja. Ja, ich habe gedacht, da passt die Laterne ganz gut hin und wie ich das gemacht habe, das kann ich euch mal ganz entspannt im nächsten Video mal in so einem Short-Video zeigen. Ganz genau so ist es, ja. Ja. Ich habe das Ding nicht um die Latein bekommen. Das Ding ist mir, was ich da machen wollte, war es anscheinend alles ein bisschen zu dick. Aber gut, das kann ich euch mal ganz in den nächsten Short-Video mal ganz entspannt nochmal zeigen. Ganz genau so ist es. Ja. Wie gesagt, hier wird halt gefeiert, Halligalli und Party halt eben. Ja. Ich hatte mir ja noch so eine komische Uhr gekauft, so eine kleine. Die kann ich euch auch mal zeigen. Hier so eine ähnliche. Hatte ich mir vor längerer Zeit mal da in dem Laden gekauft, mit den Teilen da mitgenommen. Habe ich halt nur vergessen, dass ich diese Uhr hier halt noch halt draufstehen hatte, selbst mir die eigentlich im Grunde umsonst gekauft, aber ich denke mal, da hinten am Parkplatz oder irgendwo werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Platz haben, dass ich dann noch eine zweite Uhr hinhängen kann, damit die Leute wissen, die halt keine Uhr zur Hand haben, was, wie viel Uhr wir offiziell dann haben in meiner Stadt. Ganz genau. So, jetzt ist hier im Krankenhaus, passiert immer noch nicht viel. Da ist nicht viel los, auf Parkplatz genauso wenig. Ja, wie gesagt, in meiner Stadt wird offiziell Karneval gefeiert. Ganz genau so ist es. Ja, wir brauchen im Grunde dazu nicht viel zu sagen. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend, wenn ihr das Video gemacht habt, Sascha von Sascha and Bricks. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich noch vielleicht mal ändern könnte, was ihr für Ideen halt eben habt. Ganz genau, so ist es. Bis dann. Tschüss.